Ja, wir haben, glaube ich. Aber es war, glaube ich, nicht so viel, ne? Oh, guck mal. Ja, ein fliegender Zombie. So. Hallo, wenn du Eisen brauchst, sind die kleinen grauen Steine gut? Bekommst Eisen und Steine raus. Ah, geil, cool. Danke für den Tipp. Vielen Dank. Ja, da würde ich jetzt gerne rein in die Tankstelle, aber ich glaube, das ist ein bisschen. Haben wir noch genug Pfeile? Wo sind. Ich habe die Federn auch zu Hause gelassen, ne? Ich bin so schlau. Na super. Wir haben auch keine Pfeile mehr. Ich glaube, wir haben nur noch zwei, oder? Ich glaube, wir haben gar keinen Pfeil. Alter, wie viele das sind. Die kleinen grauen Steine. Kleine, feine. Da gibt es so ein Lied, ne? Im Moment in den Charts irgendwie. Steine, feine, kleine. Große, kleine Steine. Die Steine hier meinst du, ja? Stimmt. Da war was. Das Problem ist nur, in der Wüste findet man die so selten. Ich würde gerne ungesehen vorbeigehen. Ich würde da gerne reingehen. Das Problem ist aber, dass wenn uns einer bemerkt, wir sofort Theater kriegen. Sofort. La, 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 la. Weil da ist bestimmt irgendwas drin, was wir gut gebrauchen könnten. Würde ich jetzt mal behaupten. Guck mal, da oben läuft ein Hase. Ah, toll, im Kopier ist nichts drin. Nein, wir sind versteckt, okay. Ich spiele Einzelspieler-Map. Das ist Einzelspieler extra fürs Let's Play. Okay, wir gehen mal weiter. Achso, warte mal. Wir können im Prinzip, warte mal. Das finde ich ja so geil auch bei dem Spiel. Du kannst ja auch Sachen markieren, ne? So, ich zoome mal rein. Und zwar kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, warte mal, wie war denn das nochmal? Wegpunkt? Wegpunkt. Schneller Wegpunkt, glaube ich. Nein, nicht schneller Wegpunkt. Kann ich ihn entfernen? Warte mal, wie entferne ich den? Das war der. Nein. Oh. Wie entferne ich diesen Wegpunkt nochmal? Kann ich den Wegpunkt entfernen irgendwie? Wegpunkt speichern ist es, genau. Da kann ich mir zum Beispiel sagen, hier Shop oder so. Keine Ahnung. So. Ach doch, ich weiß, wie das geht. Entfernen. Hier an der Seite ist es, glaube ich, ne? Ich glaube, ist es der hier? Geteilte Wegpunkte. Ist es. Wegpunkt. Wegpunkt verfolgen. Karte zeigen. Ach so. Oh Gott, wir sollten die nicht entfernen. Das sind unsere Heimatdinger. Nein! Alter, willst du mich verarschen? Warte mal. Ich mach nochmal. Oh Gott, ich sollte nicht hier. Wegpunkt teilen. Scheiße, wie kriege ich denn diesen Kack-Wegpunkt weg? Warte mal, ich mach nochmal eben hier. Warte mal eben. Wegpunkt speichern und dann nochmal hier so eine Hütte hin, dann wissen wir, aha, ja, da ist so ein Supermarkt. Oh! Eine Vorratskiste, geil! Da gehen wir mal hin. So. La, 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 la. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal. Huch, hallo? So. Wo ist denn die Vorratskiste? Die Vorratskiste. Okay. Nordosten? So die Richtung hier zwischen Norden und Nordosten. Ich hoffe, wir kriegen hier keinen auf dem Deckel von so einem Zombie. Müssen wir gleich mal gucken, was Trinken und Essen sagt. Ich werde mal zwischendurch nochmal hier so eine Yucca-Palme, so ein Kaktus abbauen. So. Was sagt denn unser Charakter? Trinken, Essen? Ja, 40, 43, das passt alles. Ich bin immer noch halb nackt. So laufe ich auch zu Hause rum. Und es ist immer noch am Regnen. Lalala, lalala. Bitte jetzt gerade mal vielleicht nichts schreiben, weil ich jetzt gerade mal möchte gehen, mal kurz den Stream aktualisieren. Also hier bei mir auf Twitch. So. Und dann geht's schon weiter. Ich hoffe, wir finden die Vorratskiste. So, lalala. Ich sehe den Chat noch nicht. Bitte noch nichts schreiben. Ich sehe nichts. Ah, guck mal an, da ist schon wieder das schreckliche Biom. Und hier ist Wasser. Jetzt haben wir nicht, die Kiste ist im Wasser. Oh Gott. Ja, jetzt wird's wieder laut. Juppie.
La, 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 la. War das die Kiste, die wir schon gesammelt haben? Nein, kann doch nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Ich sehe den Chat immer noch nicht. Also wenn ihr irgendwas geschrieben habt. Oh Gott. Und wir sind, ich hasse dieses Biom. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hasse dieses Biom. Ja. Schrecklich. Oh, da ist eine... Nee, da ist eine Brücke. Ich dachte, das ist eine Hütte. Hütte und Brücke ist ja fast dasselbe, ne? Da hat noch keiner was geschrieben. Achso, okay. So, jetzt habe ich es gesehen. Weil jetzt ist der Stream bei mir auch wieder am Laufen. Weil er hängt sich manchmal irgendwie komischerweise auf. Ich weiß nicht warum. So. La, 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 la. Ich würde gerne zur Kiste. Wie weit weg diese Kiste ist, ist ja faszinierend. Oh, ein grünes Bi- Nein! Ich werde bekloppt. Ein grünes. Alter, ist mein. Das ist ja mein Glückstag. Alter, geil. Bah, Birke, geh weg. Ich bin Birkenpollenallergiker. So, hier war irgendwo gerade schon der Fallschirm. Irgendwo hier muss die. Irgendwo hier muss die Kiste sein. Boah, wie geil, Alter. Das feiere ich, ja. Das sieht echt mega geil aus. Okay, der Nebel, wie gesagt, ist ein bisschen oldschool. Aber man sieht hier die Zombies, glaube ich, auch schlecht. So, Messbecher, Baumann, Antibiotika nehme ich mit, Verbandskasten wieder, Schmerzmittel. AK-47 schaff. Ich nehme das mal alles mit, außer hier den Wasserbecher, den brauchen wir nicht. Aber hier können wir Holz farmen und, hallo. Habe ich es nicht gerade gesagt, man sieht hier... Wir haben keine Pfeile, ne? Verdammt, sonst würde ich jetzt den Elch jagen. Aber wir können hier Holz farmen ohne Ende. Das gefällt mir gut. Na? Ist das die Standard-Map? Ich habe einfach Zufall generiert, glaube ich, gemacht. Also ich habe, wie ich glaube ich das gestartet habe, wirst du ja sehen, wenn die Folge rauskommt, habe ich ja, habe ich glaube ich Zufall generiert gemacht. Also meine ich zumindest. Bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe auch gar nichts großartig an den Einstellungen geändert, weil man kann hier jetzt zig Einstellungen machen in dem Spiel. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, was YouTube angeht. YouTube plant in Amerika einige Inhalte. Ist wohl schon in der Mache. Hat wohl schon einige YouTuber wohl schon getroffen. Und zwar wird YouTube streng dagegen vorgehen, Gewaltinhalte und generell so irgendwie, ja, sexuelle Inhalte sowieso, aber generell irgendwie so, einige Kanäle sind wohl schon gesperrt und einige Videos, die monetarisiert, mein Gott, wo Werbung vorgeschaltet ist, wo halt Gewalt zu sehen ist, die Videos werden dann irgendwie komplett gesperrt und tralala. Und das ist momentan noch nur in Amerika. Und wenn das rüberschwappt, Alter, ganz ehrlich, da geht irgendwie YouTube jetzt momentan irgendwie ganz streng gegen vor. Also wenn er dann irgendwie so ein, wenn er dann, ich sag mal so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein brutales Spiel, also wie zum Beispiel Doom, würde sofort irgendwie gesperrt werden, weil es wohl zu sehr, extrem, also zu extrem ist und so. Und, da gehen die knallhart vor. Und es hat wohl schon einige YouTuber getroffen aus Amerika und wohl auch einige Videos bei denen. Und die Kanäle sind wohl auch gesperrt worden. Komplette Kanäle und tralala. Und boah, Alter, ganz ehrlich, sollte das hier nach Deutschland kommen? Boah, das finde ich krass, ne? Q, hallo. Weil dann, ganz ehrlich, weil dann mache ich die Werbung aus. Weil, habe ich nicht nötig. Weil ist ja nur so eine spontane Entscheidung gewesen. Habe ich ja gesagt, verdiene ja damit kein Geld. Weil das Ganze geht ja über dieses Netzwerk, was mich da so ein bisschen unterstützt, was mir ein paar Zuschauer mehr bringt. Ja, das finde ich ja ganz cool, weil die kümmern sich ja darum und tralala. Und, aber ganz ehrlich, das sind so Pfennigbeträge. Es ist auch wirklich, boah, geil. Weil ganz ehrlich, das sind so Pfennigbeträge, da furze ich drauf. Und ich arbeite ja noch nebenbei. Und ich habe auch noch nie richtig Geld gesehen von YouTube, deswegen. Alter, cool.
Ich bin überlegen, hierher zu ziehen. Aber wir haben die ganzen Klamotten noch in der Kiste, ne, drüben. Das wäre ein bisschen dämlich jetzt. So. So. Lalala. Ja. Tag 4. Ah, es regnet immer noch. Und wir haben keine Ausdauer mehr. Okay, wir ruhen uns mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Wenn wir, haben wir denn irgendwas zum... Ja, die Yucca haben wir noch. Aber ansonsten... Schmerzmittel, was ist das hier? Nein, ich, Ansehen. Mhm, geheilt, ja, ja, Medizin. Entfernt Infektion, Infektion, Infektion. Was ist die Schmerzmittel? Hydrierung minus 5, Schmerzmittel. Ja, kriegen wir aber keine Ausdauer wieder. Ich dachte, wir kriegen irgendwie Ausdauer. Aber hier kriegen wir jede Menge Holz. Ich finde die Stelle hier ein bisschen besser, als wie da in der Wüste zu leben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, das Problem ist, hier so ein kleines Haus musst du natürlich auch erstmal wieder riesig ausbauen und wir haben schon Tag 4. Ja. So. Ich könnte mal so ein Medipack nehmen, ne? Wir haben ja auch nicht mehr so viel. Also 54 von 75. Weißt du was? Ich nehme mal das Medipack. Ich nehme mal das Medipack. So. Haben zwar keins mit, aber... Alter, wir haben, glaube ich, so viele im bei uns da in einer anderen Bude. Und die Sonne geht auf. Boah, geil. Survival. So, wo ist denn... Da ist die Steinaxt. Jawohl, läuft. Voll geil, feier ich. Ich finde das so mit dem Grün, finde ich hier voll hübsch. Hier könnte ich mich dran gewöhnen zu wohnen. Das ist so eine kleine Siedlung oder so, ne? Boah, das ist ja geil. Also ich möchte hier auch nicht zu sehr alles abholzen, weil das, ich finde das voll hübsch hier. Aber wir können mal so langsam in die Häuser mal reingucken und da mal gucken, ob wir was finden. Die Tür ist bestimmt zu, ne? Ja, ist gesperrt. Ja, ist zu, verdammt. Ich will die Tür auch nicht... Dahin läuft jemand. Ich will die Tür auch nicht unbedingt kaputt machen. Alter, ist ja voll die kleine Siedlung. Ist ja mega. Kommen wir vielleicht hinten rein? Hallo? Scheiße. Das ist bestimmt alles abgeschlossen. Boah, das ist ja geil. Ich glaube, hier bleiben wir. Ich glaube, wir bleiben hier. Ganz ehrlich, ich finde das voll hübsch. Jetzt noch so ein Auto oder so. Und läuft. Boah, geil. Habe ich noch nie gesehen. Erste Mal. Ich kenne immer nur so diese Wüstengebiete, wo dann so eine Tankstelle steht, so wie vorhin. Ja, hier kommen wir auch nicht rein. Oder halt irgendwie so abgeranzte Städte. Aber hier so eine Siedlung, wo so richtig schön gemütlich... Oh, hier, warte mal. Machen wir mal hier. Aber wo so richtig schön grün ist und so, habe ich noch nie gesehen. Erste Mal. Und die Karte ist ja auch so riesig, ne? So, hier gehen wir mal rein. Und gucken mal, was uns da drin erwartet. Boah, das ist ja geil. Siedlungs-Siggi wohnt hier wahrscheinlich. Und hier haben wir natürlich Kühlschränke und alles und tralala. Oh, Glaskrug. Nehmen wir mit. Können wir natürlich wieder auffüllen, wenn wir Wasser finden. Schlimm ist, wenn du hier am Absuchen bist, bist du voll konzentriert hier was... Alter, schon wieder ein Kochtopf. Können wir uns bald totschmeißen mit. Ich weiß noch, wie ich das Spiel damals angefangen habe. Habe ich Kochtöpfe gesucht, wie so ein Teufel. Und schon wieder ein Glaskrug. Und Kaffeebohnen. Geil, wir können Kaffee machen. Geil. Also, ich hoffe mal. Naja, ist ja lecker. Alter, wir haben eine Pistole. Ich bleibe hier. Ganz ehrlich, ernsthaft. Und eine Kiste. War hier schon jemand? Ich glaube... Ein fetter Flatscreen. Ich bin glücklich. Hier bleibe ich. Ernsthaft, ohne Scheiß, ich bleibe hier. Habe ich denn noch? Ja, habe ich noch. Ernsthaft, ich bleibe hier. Ohne Scheiß, ich bleibe hier, ganz ehrlich. Wir können die Sachen immer noch holen. Wir können unsere Sachen immer noch holen. Was brauchen wir denn? Warte mal. Hä? Da, Fackel. Ich würde gerne nochmal zwei Fackeln bauen. Oder drei. Ich bleib in der Bude hier. Ehrlich, ohne Scheiß. Ich bleib hier in der Bude. Weil die finde ich viel, viel geiler. Wir können die Sachen dann immer noch holen. Das ist kein Problem. Ich mache mir mal eben auf der Karte hier so einen Wegpunkt, dass wir sagen, hier ist unsere neue Hütte. Ja, Wegpunkt speichern.
Machen wir, damit wir nicht durcheinander kommen, machen wir mal... Ne, komm, machen wir doch Hütte hier. So, Hütte. Dann wissen wir, aha. So, hier können wir natürlich aufreißen. Das machen wir mal eben, weil dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Boah, voll geil. Feier ich, ohne Scheiß. Die Hütte ist ja geil. Die müssen wir natürlich auch erstmal ausbauen, ist klar. Boah, hier haben wir sogar ein Bett. Ich crafte mal eben so einen Schlafsack. Weil dann können wir nämlich hier aufwachen. Ich hoffe, der nimmt den dann hier, den Schlafsack, als Respawn-Punkt. Und wir haben Hunger. Okay. Hey, ein blaues Sweatshirt. Werden wir gleich mal anziehen. Dann sind wir nicht mehr so nackig. So. Bisschen was knabbern. Und dann passt das schon. Können wir mal was trinken. Ich glaube, so viel, genau, 49. Ja, 69, das reicht. So, was haben wir hier? Kaffeebohnen, geil. Ich höre schon wieder einen Zombie. Und ich glaube, der Schlafsack ist fertig, ne? Hier oben wird unsere Schlafkajüte. Lege ich direkt neben das Bett. Dann ist es authentisch. Und wir können hier sogar aufs Dach noch. Alter, das ist ja geil. Das ist wahrscheinlich der Dachboden. Ich kletter mal hoch, warte mal. Hallo? Hallo? Alter, wie geil, der Dachboden. Alter, das ist ja mega. Das ist ja geil. Ich weiß, wir machen jetzt ein bisschen Krach, aber ich will das wenigstens noch wegkriegen hier. Nein, verdammt. Ich hoffe, die kommen nicht rein. Weil ich habe die Tür ja zugemacht, bis auf die... Ich glaube, bis auf die eine, wo wir reingegangen sind, ne? Boah, das ist ja geil. Alter, mit Dachboden, alles tralala. Okay, das wird, glaube ich, unsere... Ich glaube, das wird unsere neue Hütte, unsere neue Behausung. Es wird Zeit, dass wir definitiv auch ein paar, Federn finden für Pfeile und so. Kann ich hier... Ist das... Okay. Nein, kann ich nicht. Ich würde gerne runtergehen. Dankeschön. Und in geduckter Haltung bleiben. Hier ist das Klo. Das Klo. Das Klo. Hast du keines, bist du traurig. Hast du eines, bist du froh. Wir haben schon wieder eine Toilette. Oh, menschliche Scheiße. Und wir können uns hier auch ein Lagerfeuer drinnen bauen. Hier ist eine Matratze. Warte mal eben. Nee, das mache ich nicht jetzt. Okay. Weil ich möchte nicht zu nah am Fenster sein. Aber die Hütte ist geil. Ohne Scheiß, die Hütte ist mega. So, hier ist unser Schlafbereich. Ach Quatsch, wir sind ja auf der oberen Etage, ne? Nein, die kommen rein. Ich glaube, hier kommt schon jemand rein. Ich glaube, es kommt jemand rein. Verdammt. Woher weiß er, dass wir hier sind? Was ist das denn? Ich würde gerne hinten zumachen. Kann ich eine Tür bauen? Ich baue mal eben schnell eine Tür. Warte mal. Nein. Hallo? Wo ist die? Ich hätte gerne eine Holztür. Da ist eine Holztür. Dahin? Wieso baut er die Tür nicht dahin? Achso, nee. Der baut die Tür nicht dahin. Ah, jetzt. Warte mal eben. So. Kommt keine mehr raus, keine mehr rein. Finde ich super. So. Und jetzt können wir hier... Ich will mal überlegen, ob wir... Okay, ich baue jetzt schon mal hier die Fenster. Mache ich schon mal dicht.
Weil rausgucken brauchen wir eh nicht. Wir haben ja oben noch unseren Dachboden, da können wir auch immer schön drumherum gucken. Ich weiß, es ist wieder eine Menge Krach jetzt. Aber egal. Wir müssen das machen. So. Weil dann haben wir das vorne wesentlich schon mal zu. Und wir haben es natürlich auch 20 Uhr, also 21 Uhr gleich und am Abend kann man das mal machen. Oh, hier haben wir noch gar nicht reingeguckt. Was haben wir hier? Oh. Okay, wir sollten mal die Kiste nutzen, die hier ist. Wo war die nochmal? Hier war die, ne? Warte mal, da packe ich mal ein bisschen was rein. Verbandskasten, ja. Ja, Pflanzenfasern. Ich packe das mal eben alles da rein, weil dann haben wir mal ein bisschen eine Übersicht.